Jetzt sind wir hier bei der Soundgear-Serie. Die Soundgear-Serie ist der Top-Renner überhaupt für Ibanez seit 25 Jahren. Bei uns im Laden absoluter Topseller von Beginner bis Fortgeschrittene. Also wirklich absolut. Und wir haben jetzt hier neue Farben. Und gehen wir mal kurz drüber einfach. Genau, eine neue Farbe, die wir haben und die es auch auf verschiedenen Modellreihen gibt, ist dieses schöne Weathered Black, was ein offenporiges Finish ist, wo man schön die Maserung sieht. Da kann man nochmal drauf gehen. Das ist ein Farbton, der natürlich total gut ankommt, weil er sich einfach auch haptisch nochmal anders anfühlt. Das Instrument, das ist nicht so rund gelutscht und glatt, sondern da merkt man richtig das Holz, was man spielt. Und wenn sich das dann nach 5 oder 10 Jahren, wenn man den Bass gespielt hat, auch so ein bisschen abnutzt, dann bekommt der Bass ein richtig schönes Relic. Auch geil als Sechsseiter, weil halt wirklich, gibt ja viele Leute, die Vierseiter spielen und die einfach mal einen Sechsseiter ausprobieren wollen. Und ich meine, Ibanez Soundgear, man weiß ja, wie gut die sind. Absolut. Und da kriegt man wirklich in einer guten Preisklasse, kann man auch mal sich auf einem Sechsseiter ausprobieren. Richtig, genau, gerade die 300er Serie, der ist ja 306 in den verschiedenen Variationen mit aktiver Elektronik. Ja. Da macht man nichts verkehrt. Wertiges Instrument zum absolut super Kurs. Best value for the money sozusagen, genau. Wie man hier in Amerika sagt. Genau. Dann haben wir noch andere Finishes, Iron Powder. Können wir mal kurz reinhalten, das ist jetzt kein neues Finish, das haben wir schon auf verschiedenen Modellen drauf. Ist auch sehr schön mit dieser Sparkle-Lackierung, dunkel, aber trotzdem ein bisschen besonders. Wir haben aber noch viel abgefahrener. Genau, da müssen wir unbedingt mal reinschauen. Genau. Hier, das sind die sogenannten Planet Matte Colors. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie das aufgetragen wird. Ich kann mir gut vorstellen, irgendwie mit so Folien oder sowas, damit das diese, komische... Ja, ich glaube, dass es so gemacht wird, genau. Das Splatter-Optik irgendwie bekommt. Die haben wir hier einmal in diesem Silberton und dann noch in dem Blauton. Den können wir vielleicht noch mal kurz daneben halten, dass wir es auch mal sehen. Und das Coole bei den Teilen ist, die kommen mit Matching Headstock. Das heißt, da sieht nicht nur der Body so heiß aus, sondern auch einfach die Kopfplatte. Auch das noch mal so ein bisschen edlere Optik. Ja. Genau. Bei vielen Firmen muss man... Die verlangen ja einen Aufpreis sogar, wenn es ein Matching Headstock ist. Ja. Das ist richtig, genau. Bei den Modellen ist jetzt so, die kommen jetzt mit Yatoba-Griffbrettern. Das heißt, wir haben uns vom Rosewood so ein bisschen befreit, damit man einfach gefahrenlos auch mit den Instrumenten irgendwie verreisen kann oder sie auch ohne Probleme irgendwie verschicken kann. Und Yatoba ist ein ganz tolles Holz, ist sehr, sehr weich, sehr, sehr glatt. Also weich zu bespielen und trotzdem verdreht sich da nichts am Hals. Also praktisch sehr, sehr ähnlich auch mit Rosewood. Das ist wirklich eine gute Ersatzmöglichkeit, genau, ist also. Von der Holzdichte und allem ist das sehr, sehr vergleichbar und ein absolut hochwertiges Tonholz auch. Okay. Zum Beispiel hier das Purple Space Burst Gloss in der Serie, das ist halt ein Kill-Top nochmal draufgesetzt. Ist ein Hingucker, vielleicht nicht für jedermann geeignet, aber auf jeden Fall ein schönes Finish für den einen oder anderen, der es ein bisschen auffälliger macht. Nettes Holz, nette Lackierung. Ja. Genau. Ja, cool. Lass uns jetzt nochmal kurz rübergehen zu den etwas teureren SR. Auch da gibt es wirklich coole neue Farben und Finishes. Wir hatten ja bei den Gitarren schon das Brown Topaz Burst Flat, was es auch in der AR-Serie gibt. Das haben wir jetzt hier für die SR-Serie auch nochmal. Haben wir hier den SR 875 und 876. Und der hat mehrere Besonderheiten. Zum einen hat er hier bei der Bridge die Reiter, die man einstellen kann, wo man das String Spacing nachjustieren kann. Das heißt, wir können hier 1,5 mm nach innen oder nach außen gehen und so, dass die Saiten näher aneinander führen oder weiter wegführen. Das heißt, je nachdem, was man für einen Spielstil bevorzugt, hat man die Saiten entweder näher dran für schnelles Zupfen mit den Fingern oder man kann die Saiten weiter auseinander machen und kann dann schön slappen und einfach hat ein bisschen freieres Spiel. Das ein anderes String Spacing. Ich habe auch gerade viele Leute bei uns, die halt 19 oder 18 mm bevorzugen und dann nach neuen Ersatzteilen fragen oder sowas. Damit ist es praktisch das Problem gelöst. Absolut, und man kann vor allen Dingen auch nachjustieren. Man braucht nicht 5 verschiedene Instrumente, sondern so wie man das braucht, kann man sich einstellen. Und wenn man mal ein bisschen experimentieren will, nimmt man den Imbusschlüssel und bastelt rum und kann es auch wieder zurückschrauben. Rumexperimentieren. Genau. Ja, genau. Und ansonsten natürlich wieder die Bartolini Pickups, aktive Elektronik. Sehr, sehr schönes, dieses Brown Topaz Burst, das bringt natürlich die Maserung. Abalone Inlays. Genau, die Abalone Inlays, die für den Sound hier, diese ovalen Ellipsen, das ist auch nochmal sehr, sehr schön. Auch hier haben wir ein Yatoba Griffbrett, was einen sehr schönen braunen, fast so kaffeeartigen Ton hat. Sehr, sehr schön. Jawohl, die Kamera geht nochmal drüber. Sehr cool. Danke. Und jetzt noch, ja. Abschließend zur Soundgear-Serie. Genau, das ist auch die Soundgear-Serie, die haben wir, glaube ich, schon mal gezeigt.
Das sind Farben, die hatten wir im Bereich der RG-Serie im Gitarrenbereich. Die war super, super beliebt. Und die haben wir jetzt gedacht, hey, was für die Gitarristen schon funktioniert, das können wir doch den Bassisten nicht vorenthalten. Und da haben wir das Blue Reef Gradation Finish, was in so einem schönen, changiert von dunkelblau zu so einem, über ein Türkis bis hin zu einem hellgrün. Und das kommt natürlich mit dieser Ahorn-Oberfläche einfach extrem super rüber. Sieht äußerst schick aus. Und das ist mal was für die Gleichberechtigung zwischen Bassisten und Gitarristen. Genau. Und wer es lieber etwas rot oder orange mag, für den haben wir den SR874. Das sieht geil aus. Das finde ich richtig interessant. Ja, könnte auch ein guter Cocktail sein. Campari Orange. Genau. Super, super tolle Farbe. Die knallt natürlich richtig raus. Auch hier haben wir wieder die Bridge, wo man das String Spacing einstellen kann, Bartolini Pickups, aktive Elektronik, Yatoba Griffbrett, das volle Paket. Und das am Ende des Tages zu einem absolut vernünftigen Kurs. Da macht man nichts verkehrt damit. Wunderbar. Das war jetzt Soundgear Serie, total neue Finishes. Und eins ist noch da. Das ist meiner Meinung nach eines der gelungensten Finishes überhaupt, was wir haben. Dieses Deep Twilight Flat. Das ist so ein wunderschönes Lila, was auf dem Maple Top einfach super rauskommt. Also das ist eine Gitarre, mit der kann man auch eine Hochzeit spielen.